Moin moin Leute und willkommen zurück zur dritten Folge von Outlast. In der letzten Folge haben wir uns hier im Büro verkrochen und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal wieder raus auf den Gang und schauen uns dort um, oder? Das ist Leonardo DiCaprio. Ich möchte aber noch wissen, ob man die Tür. Er kann die nur zufeuern, aber warum? Uff. Okay, hierfür brauchten wir eine Keycard, hat mir gesagt. Denke ich. Also es ist einfach nur, weil es ein Schacht ist mit. Also ein Schacht, also so ein Durchzieh-Dingsbums. Kennt man den oder ist das nur zufällig kaputt? Sieht fast aus, als wäre hier eine durchgelaufen. Oh, der verrückte Professor, den habe ich alles zu verdanken. Sieht er dem Pastor ähnlich? Wo sind denn hing? Hing das Bild nicht da oben? Okay, hier können wir nicht hoch. No. Mach noch Mark und dann einer? Ich glaube nicht. Nee, man kann nur. Das kam unerwartet. Oh Gott, Stromkabel und Wasser. Soll ich da. Ich bin da schon drauf getreten, okay. Oh, überall Kameras. Oh, das Bild ist schön. Eine hohe Auflösung, das auch hat. Da sind wir durchgeflogen, oder? Das ist der Haupteingang, glaube ich. Da, wo wir vorstanden, wo wir uns nicht reingelassen haben. Sieht man so ein bisschen von der Tür aus. Okay, gucken wir hier mal noch gegenüber. Mal gespannt, ob da. Frag mich immer, ob hier oben mal einer langläuft. Ob man da ein bisschen drauf achten sollte. Okay, damit können wir nichts anfangen. Ach so, das bin ich selber, okay. Auch keine Keycard gesehen oder so, oder? Vielleicht brauchen wir auch gar keine. Erinnere ich mich nicht mehr richtig dran. Es war halt bloß so ein Security-Kasten daneben. Und ich dachte mir, wir brauchen eine zum Durchziehen. Aber ich glaube auch, er hätte eine Bildschirmanweisung gezeigt, wenn wir eine gebraucht hätten. Und ich erinnere mich jetzt an keine Bildschirmanweisung, aber vielleicht war da eine. Doch. War da eine? Ich glaube, da stand Keycard wird benötigt. Okay. Asse. Verwinkelten, dunklen, großen Räume. Gerade so ein gruseliger Shit abgeht.
PC. Aber hier wird doch bestimmt irgendjemand irgendwo eine Batterie haben. Also. Ist das? Ein Bildschirmschoner. Mal was anderes. Ist das noch wichtig, dass der eine PC einen Bildschirmschoner hat? Weil sonst, das ist ja der erste PC bis jetzt, der einen Bildschirmschoner hatte. Okay, willst du mal vorlesen? Mirkov, psychiatrische Systeme. Projekt Warrider schon wieder. Mit der kompletten Adresse und Patienten halt Walker. Wir haben ja von Walker erst schon ein bisschen was gehört. Mit seinen kompletten Daten. Und der behandelte Arzt, der behandelnde Arzt ist Rudolf Wernicke. Ich glaube, den lernen wir nochmal kennen. Oder war das der? Ne, ist 32, aber Walker ist ein anderer, genau. Wir gucken mal, welcher Doktor das ist. Der erste war, glaube ich, Billy. Therapiestatus, morphogenetische Antriebsaktivität stabilisierte sich etwa gegen 20 Uhr. Fortfahren mit Stufe 3 Hormonen, risikobehaftet. Diagnostik, Spirometrie ergab leichte bis mittlere bronchiale Akkumulation. MRI-Scans übereinstimmen mit gemeldeten Träumen des Patienten. Anmerkung, Walker wurde aufgrund seiner selbst zugefügten Verstümmelung und Fixierung befragt. Die Fixierung musste aufgrund seiner enormen Körpergröße angepasst werden. Ist das der uns da ausgefeuert hat? Okay. Ja. Das ist der Texas Ranger. Er hat eben einen Roundhouse-Kick alle beseitigt. Extensive Dermaleruptionen. Ist irgendwas mit der Haut, ne? Ja. Ebenso übereinstimmend. Dermaleruption. Sogar als wenn die Haut aufgeplatzt ist oder so. Ja. So. Das klingt. Was habe ich ihn gerade vorgesehen? Dermaleruption, habe ich es gesagt, ne? So wie wenn man morgen zum Spiegel geht und dann so. ebenso übereinstimmend mit fehlgeschlagener morphogenetischer Antriebszellaktivität. Er gibt an, die Entfernung seiner Stirnhaut. Erlaube ihm eine. Ich habe die Zelle verloren. Eine wahrere Sicht, vermutlich zurückzuführen auf eine Art Kindheitserfahrung. Mit Tuatara-Echsen und mit ihren parietalen Augen? Ich habe keine Ahnung. Er zeigte sich besorgt über sein Fleisch, insbesondere um seine Lippen und Nase herum. Das Pflegepersonal sollte angewiesen werden, auf weitere Selbstverstümmelungen zu achten. Die mentalen Traumata, die er während seines Dienstes in Afghanistan erlitten hat, scheinen den Fortschritt des MA-Prozesses zu behindern. Seine vorherrschende Fixiertheit, verstärkt durch die Therapie, stellt eine manische Übertreibung militärischer Sicherheitsprotokolle dar. Eine Fortsetzung sowohl chemischer als auch physischer Fixierung wird nachträglich erdrücklich, meine ich, empfohlen. Okay, das ist wahrscheinlich Walker gewesen, der uns rausgeworfen hat. Halte Q oder E gedrückt, okay. Nicht über die Seite zu lehnen. Ah, obwohl links oder rechts, okay. Verstehe. Die Glocken sind hier, oder? Sind in echt. Wahrscheinlich um 18 Uhr, ja. Da kommen wir her, hier müssen wir rein. Nein, da sitzt er. Geh mal gucken, ob der reden will. Ich will aber nicht reden. Bewegt er sich? Ja. Alter, wie sieht denn der aus? Was hat der mit seinem Gesicht gemacht?
Ein bisschen länger nicht beim Zahnarzt. Ups. Rausgetappt. Rausgetappt. Wie habe ich denn rausgetappt? Weil du wahrscheinlich unten auf die Benachrichtigung geklickt hast. Guck, Fernsehen, dann können wir mitgucken. Ja, ist ja auch vollkommen normal, in so einer Situation dort zu sitzen und Fernsehen zu gucken. Man könnte ja mal gucken, was läuft. Der sieht mir nicht geheuer aus, der Typ. Ah. Es läuft. Das ist das Gleiche, was wir als Kind gesehen haben. Rauschen. Der da so ein Ist das der sich selbst verstümmelt hat? Guck mal, wie der aussieht, Alter. Na, kein Bodyshaming. Wieso kann ich die nicht ansprechen? Wäre es doof, die anzusprechen? Wahrscheinlich schon, oder? Was willst du denn mit ihnen reden? So, die fragen, was los ist. Nein, da ist noch eine Tür. Als Exit. Wie gleich durchgespielt. Hast du dir den Weg gemerkt? Zurück. Rüttel mal an der Tür, vielleicht ist er offen. Kannst nicht rütteln. Jetzt eigentlich damit gerechnet, dass irgendwas passiert. So von wegen. Lieber nie durchs Bild laufen, sonst werden wir sauer. Den sollten wir da auch zu den anderen schieben. Mhm. Oh! Was muss ich machen, Alter? Damit habe ich nicht gerechnet. Von da. Was macht der? Boah. Fies, ne? Dass der erst so sitzt und gar nichts macht und dann später hochspringt, ey. Boah. Alter Schwede. Ich konnte in dem Moment auch gar nichts machen. Sag Bescheid, wenn du mir irgendwo Batterien siehst oder so. Mhm. Oh, ich dachte gerade, da steht jemand. Ist die Tür vom Aufzug auf? Nee. Sieht nur so aus, oder? Oder? Habe ich nicht drauf geachtet.
Boah, Alter, ich wette mit dir, wenn ich jetzt die Keycard benutze. Oder reingehe. Nee, ich kann sie nicht. Aber die auch anscheinend nichts geholfen, weil er trotzdem tot. Zelai. Das ist ein Computer, den wir benutzen können. Und dann schauen wir uns erstmal um. Das ist kein gutes Zeichen, dass wir da reingehen können. Aber das ist schon mal gut zu wissen, dass wir es können. Nein, ich wollte den anderen Schrank noch ausreden. Ich schwöre mit dir, da kommt gleich jemand. Und wir müssen hier rein und dann schleicht er hier durch den Raum. Hm? Da ist der Rollstuhl vom Fahrstuhl. Das ist draußen vor der Eingangstür. Das ist auch den Gang da. Na okay, wir klickern einfach mal drauf. Mhm. Er setzt sich auch noch hin, so. Jetzt erstmal hier ins Hauptsystem einklickern. Jetzt müsste eigentlich hier auf dem Bild plötzlich einer langlaufen. Als wenn ich es geahnt hätte. Ich starte den Generator im Keller neu. Ich hab irgendwas gehört. Alter. Muss ich schnell in den anderen Schrank, wenn er um die Ecke geht. Ich würde drin bleiben, glaube ich. Mäuschen, willst du mal weiterspielen? Wow. Aber er scheint nicht wahnsinnig zu sein. Was jetzt bringt dich auf den Gedanken? Seine weggerissenen Lippen und Nase? Oder? Hatte er, habe ich nicht so noch. Es stand im Protokoll drin, dass er das gemacht hat. Und sein Stirnlappen irgendwie entfernt oder so? Oder seine Stirnhaut? Ach so. Stirnlappen ist ein Gehirnteil, oder? Irgendwie so. Ich habe nur gedacht, weil er so klar gedacht hat, so von wegen, oh, du warst hier, ich kenne dich. Ist das Exit gewesen, wo wir durchgehen hätten sollen? Hier ist wieder alles zu. Was ist passiert? Hat sich was notiert. Hast du mit J ein Journal oder so? Nee, das sind die Sachen, die wir gelesen haben. Hast du noch irgendwelche anderen Sachen, auf die du zugreifen kannst? Notizen, Ziele? Da. Du oder ich? Mir egal. Also ich? Ich dachte, du wolltest gerade anfangen. Okay, das ist aber das Letzte, was wir lesen, denn die Folge ist jetzt eigentlich schon vorbei. Ich bin schon zu Tode geprügelt worden, habe mir Glassplitter aus dem Kopf gezogen, einige Rippen sind gebrochen, wurde von einem deformierten Riesen beinahe getötet. Er sieht aus, als wäre sein Kopf mit einer Käserei bearbeitet worden. Er wirft mich durch eine Wand, schlägt mich bewusstlos. Beim Aufwachen nennt mich ein teigiger alter Mann mit einem Gesicht,
wie ein säuferischer Kindergrabscher seinen Apostel. Darum habe ich ihn nicht gebeten. Überall sind Worte mit Blut hingeschmiert. Ich habe das üble Gefühl, dass der Priester das für mich und zu meinem Wohl tut. Gott. Okay. Du sagst, dann ist hier eine Folgenpause. Mhm. Okay, liebe Leute. Dann bis zur nächsten Folge von Outlast. Mhm. Ciao, ciao.